Stück für Stück arbeiten sich die gewaltigen Meißel im Schlagbohrverfahren in die Erde an der neuen Tiefenbohrung Peddemarke vor. Impliziert ja, es gab drei Peddemarken vorher. Die Peddemarke 1 ist unser ältester Brunnen aus den 70er Jahren, den gibt es heute noch. Ist komplett saniert, eine der Standbeine der Wasserversorgung für Korbach. Peddemarke 2 war eine Probebohrung, die haben wir inzwischen eingestellt. Peddemarke 3 war ein Planprojekt, das nie zum Tragen kam. Und Peddemarke 4 ist, da wird jetzt wirklich gebaut. Es geht nicht darum, mehr Wasser zu fördern, sondern es geht darum, Wasser sicherer zu fördern für Korbach. Und damit ist mein Teil auch schon beendet. Bitte. Klaus. Die Korbacherinnen und Korbacher mit gutem und vor allem regionalem Wasser zu versorgen. Und das Zweite ist, dass wir mit der EWF natürlich einen verlässlichen Partner haben, der in allen Bereichen der Versorgung Spitzenleistung bringt. Und deshalb sind wir da dankbar, dass rechtzeitig auch wieder das, was Herr Schaller eben gesagt hat, nämlich nachhaltige Sicherung im Mittelpunkt steht. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil Korbach auf einer sehr komplexen geologischen Basis seine Stadt errichtet hat und somit wir natürlich doppelt gehalten sind, das Thema Wasserschutz hochzuhalten. Also von daher vielen Dank auch an die Gremien der EWF, dass sie ohne langes Zögern zugestimmt haben, doch nicht gerade eine kleine Summe auszugeben. Vielen Dank natürlich auch an die Kollegen, die es von der EWF begleiten und natürlich an die Firma Angers. Ich habe übrigens mit Ihnen mal gearbeitet, da habe ich noch was Ordentliches gemacht. Da haben wir in Bad Arolsen versucht, die Stadt Bad Arolsen als Bad auch darzustellen und mussten tief bohren. Warmes Wasser kommt ab 1000 Meter, aber wir brauchten noch ein bisschen mineralisiertes Wasser. Also, Bedingungen haben. Das soll es von meiner Seite schon gewesen sein. Dankeschön. Noch anschließen. Ich kann mich entsinnen, als kleines Kind war bei mir im Dorf eine Bohrung zur Versorgung der örtlichen, ja, der Dorfbevölkerung. Da waren Bohrkerne. Die waren ja vielleicht 15 cm im Durchmesser. Steinmetz, Ihrer Pressenotiz habe ich entnehmen können, dass wir hier mit 1,60 glaube ich angefangen haben im Durchmesser. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Kaliber. Und hier bis auf 270 ins variszische Urgestein hinunterzugehen, das ist natürlich für meine Verhältnisse schon gewaltig. Ich habe aber auf der Internetseite von Angers und Söhne gelesen, dass sie in Finnland bis über 6000 gegangen sind, dann ist das hier natürlich noch auch eine Kleinigkeit. Das ist alles relativ. Ich finde das eine extrem spannende Baustelle, die EWF hier für die Stadt Korbach erschließt, um, wie der Herr Schaller gesagt hatte, dauerhafte Sicherstellung mit einem dem hochwertigsten Lebensmittel überhaupt für die nächsten Jahrzehnte hoffentlich bereitzustellen. Im Vorgespräch haben wir gesprochen, dass die letzten 3 Jahre uns vieles gelehrt haben über den sorgsamen Umgang mit eben diesem Lebensmittel Wasser, was immer knapper wird. Und deshalb ist eine gute und dauerhafte und gesicherte Erschließung für die Menschen hier in der Region, in der Stadt Korbach, natürlich existenziell. Aber das bewahrt uns nicht davor, weiter nachzudenken und klug mit dieser Ressource umzugehen. Gestern Abend habe ich weiß gar nicht was, einen Bericht gelesen oder gesehen im Fernseher. Da wurde die Frage aufgerufen, die ich selber schon gestellt habe, wem gehört das Wasser? Das wird eine gesellschaftliche Fragestellung sein, die uns über den Tag hinaus beschäftigt, also von extremer Bedeutung. Und das hier hat eine wahnsinnige Symbolkraft für uns alle, dass wir hier diese Baustelle haben. Danke allen, die daran mitwirken, dass es nach Monaten dann auch gelingt und sie im tiefen Kalkgestein dann das Wasser hochfördern können. Von den Tundenwasserbohrungen geologische Schichten durchbohrt, weil das Wasser in einer Tiefe zwischen
80 und 270 Metern steht. Dazu werden Sandsteinschichten bis etwa 130 Meter durchbohrt, anschließend Kalksteinschichten. Und in diesen Kalksteinschichten ist das Grundwasser, was erschlossen wird. Die Bohrung durchläuft hier entsprechend. Diese Schichtenfolgen anschließend werden hier Brunnenfilter eingebaut, eine Brunnenpumpe eingehängt und das Wasser aus der Tiefe nach oben gefördert.